Rotmäskchen und das Virus. Es war einmal ein kleines Mädchen namens Rotmäskchen, das immer seine rote Maske trug. Sie wollte eines Tages ihre Oma besuchen, weil sie die alte Dame vermisst und ihr Kekse gebacken hatte. Rotmäskchen weiß, dass ihre Oma wegen Corona kaum mehr Besuch bekommt und sich viel zu oft viel zu einsam fühlt. Also nahm sich Rotmäskchen vor, in eine Quarantäne zu gehen, um mit gutem Gewissen mit ihrer Oma etwas Zeit verbringen zu können. Als Rotmäskchen ihre Oma sah, fragte sie: »Oma, warum bist du so verschnupft? Oma, wieso hustest du? Und Oma, wieso siehst du so erschöpft aus?« Ihre Oma antwortete, es ginge ihr sehr gut. Rotmäskchen war beruhigt. Sie waren den ganzen Tag zusammen. Sie aßen Kekse, tranken Kakao und lachten sehr viel. Rotmäskchen dachte sich beim Abschied: Oma ist so glücklich, dass sich meine öde Quarantäne vollkommen lohnte. Doch obwohl Rotmäskchen sehr vorsichtig war, hat ihre Großmutter eine ganz wichtige Sache vergessen. Sie vergaß zu testen, ob sie selbst Corona hatte. Sie ignorierte ihre eigenen Symptome, Fieber und Husten. Sie dachte, es sei nur eine Erkältung. Doch zu Rotmäskchens Unglück hatte ihre Oma das Virus. Und nun hat es Rotmäskchen. Nun ja, wenigstens weiß sie, was sie während der Quarantäne erwartet.